Moin Moin und herzlich willkommen beim Lupa Outdoor. Wir machen heute wieder ein One-Pot-Pasta-Gericht, aber heute mal ein bisschen was anderes. Wir machen heute Rindfleisch mit Cellantani. Cellantani sind die Nudeln dabei, wer die nicht kennt. Ja, es wird aber nicht so schnell gehen wie sonst. Wir machen ein Schmorgericht draus, aber wir brauchen weiterhin nur einen Topf und haben wie immer gute Zutaten. Ja, und welche das sind, das zeigt euch Luca nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen auch von mir. Ich stelle euch jetzt die Zutaten für unser Rilla-Gulasch mit Cellantani vor. Und zwar haben wir einmal Brühe. Die genauen Mengenangaben stehen natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Da gerne nachlesen, falls das etwas zu schnell geht. Dann haben wir Olivenöl, Rindergulasch, unsere Cellantani-Nudeln, Salz und Pfeffer, gehackte Tomaten, Zwiebeln und Paprika. Das Ganze machen wir wieder auf unserem Gasherd mit einem Dutch-Ofen. Heute haben wir einen 10 Liter Dutch-Ofen und etwas Holzbesteck. Das Ganze könnt ihr natürlich auch im Topf machen, wie immer. Ja, wir starten jetzt sofort mit dem Kochen. Der Topf ist heiß. Wir geben etwas von dem Olivenöl rein und werden jetzt als erstes unsere Zwiebeln schön glasig braten, dünsten. Zwiebeln, seht ihr, sind jetzt relativ grob, das schadet aber nichts. Ich habe ja vorhin gesagt, es wird ein Schmorgericht. Das heißt, es wird nachher noch ein paar Stunden köcheln und dann lösen sich die Zwiebeln sowieso weitestgehend auf. Zumindest ist das der Plan und die können ruhig ein bisschen grober sein. Unsere zwei Gemüsezwiebeln sind jetzt schön glasig geworden und die nehmen wir jetzt als allererstes erstmal wieder raus aus dem Topf. Denn der muss jetzt schön heiß werden und da werden wir unser Rindfleisch anbraten. Dazu wieder einen neuen Schluck Olivenöl rein. Ja, der Dutch-Ofen müsste wieder gut Temperatur haben und wir geben jetzt unser Rindfleisch rein. Und zwar nicht alles, sondern erstmal nur ein Drittel, dass uns der Dutch-Ofen nicht so schnell auskühlt. Ja. Genau, das werden wir jetzt dritteln und braten das Fleisch hier schön an, dass wir wenn möglich ein paar Röstaromen rankriegen. Wollen wir mal gucken, was der Gasofen so kann, der Kleine hier im Winter. Aber das sah da eben schon ganz gut aus. Ja, das sieht doch gut aus hier. So genügt mir das mit dem Anbraten hier von dem Rindfleisch. Die Rutsche kommt raus, die nächste Rutsche kommt rein. Ja, und wenn wir alles angebraten haben, dann sehen wir uns hier wieder. Da müsst ihr nicht die ganze Zeit zugucken. Ah, das ist schönes Fleisch. Das ist richtig gutes Fleisch hier. Ja, das ist alles so angebraten. Das reicht mir so. Jetzt kommen die Zwiebeln mit dazu. Ja, und da immer noch ein paar Anfragen kommen wegen der Schüsseln hier, weil ihr die Schüsseln so gut findet. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung, genau wie die schwarze Edition, die wir dann manchmal verwenden, wenn euch das interessiert. Ja, die Paprika kommen mit dazu, zwei rote und eine nach Wahl. Die Wahl hat für mich mein Kaufmann getroffen, da war nämlich außer der roten nur noch die gelbe. Ja, das braten wir jetzt, oder das erhitzen wir jetzt auch nochmal ordentlich zusammen hier. Ja, und dann muss es dann schon abgelöscht werden. Paprika verliert auch schon ein bisschen Flüssigkeit jetzt. Ja, ich nutze die Zeit und würze das jetzt mal. Erstmal mit Pfeffer. Da habe ich heute mal einen Malabar-Pfeffer, also den schwarzen Tigerpfeffer. Also auch mit einem tollen Aroma. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Also alles, was wir hier so nutzen, könnt ihr da nochmal nachschauen, wenn euch das interessiert. Mit Salz sind wir ein bisschen vorsichtiger, weil ja auch noch Brühe mit dazu kommt. Und final abschmecken werden wir dann ganz zum Schluss, wenn alles fertig ist. Ein bisschen was kann rein, kommt ja noch anständig was von den stückigen Tomaten rein. Die können auf jeden Fall auch was vertragen von dem Pfeffer. So, und hier haben wir noch ein Inka-Sonnensalz. Und das im Dezember.
So sieht das jetzt gut aus und wir löschen das Ganze ab. Zum einen mit unserer Brühe. Und zum anderen mit den gestückelten Tomaten. Da hatten wir vorhin obligatorisch nur eine Schale drauf stehen. Haben aber jetzt hier drei, deswegen schaut in die Videobeschreibung. Da sind genau die Zutaten drin, die wir dann hier auch genommen haben. Ja, das bringen wir jetzt zum Kochen einmal flott. Und dann erzähle ich euch hier, wie es weitergeht. Ja, ihr seht, es blubbert anständig. Ja, und jetzt kommt für uns der einfachste Teil. Jetzt müssen wir nämlich abwarten. Und zwar werden wir das jetzt hier drin schmoren lassen für 2 bis 3 Stunden. Ich sag mal erstmal 2 Stunden und dann gucken wir mal wieder rein. Oder wir nach einer Stunde wieder rein. So, Herd aus Versehen ausgemacht. So, jetzt blubbert es auch wieder. Ja, Deckel drauf. Das ein bisschen runterregeln, nur dass es leicht köchelt. Und wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Wir werden erstmal joggen gehen. Ja, mal gucken. So, Sesam, öffne dich. Das ist richtig schön am Blubbern. Und wir haben jetzt 2 Stunden und 50 Minuten um. 2 Sachen muss ich euch natürlich dringend mitteilen. Wir haben zum einen nochmal ein 3/4 Liter Wasser nachgekippt, weil doch einiges verdunstet ist. Ja, und wir haben die Hitzequelle nochmal geändert, denn dieser kleine Kocher, der mit einer Butangartusche angetrieben wird, der hat es tatsächlich nicht geschafft, das auf diese Temperatur zu bringen. Das bringt er jetzt, ich habe ihn jetzt wieder drauf stehen. Aber wenn es dann kälter wird, wir haben gerade 0 Grad und Dezember, dann macht er den maximal den kleinen Kreis hier in der Mitte heiß. Das reicht dann leider nicht aus. Ich wollte euch die Mogelei einfach mal gesagt haben. Aber im Endeffekt sind wir jetzt nah vor dem Ziel. Und solange die Kartusche so läuft, können wir hiermit auch weiterarbeiten. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir unsere Pasta, unsere Nudeln mit dazugeben. Die 300 Gramm. Die mischen wir mit unter. Das könnte ja auch der kleine Kocher sogar schaffen. Die werden jetzt noch ordentlich was von der Flüssigkeit wegnehmen. Ich denke mal, so 20 Minuten werden die brauchen. Ja, die 20 Minuten müsst ihr hier nicht reingucken. Müsst ihr nicht. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn die Celentani gut sind. Ja, und ich bin der Meinung, dann können wir probieren und dann wird es Weltklasse werden. So, wir heben noch ein letztes Mal den Deckel hoch. Und ja, genauso war das gewollt. Insgesamt haben wir jetzt 3 Stunden und 10 Minuten unseren Dutch Oven hier unter Feuer gehabt. Die Konsistenz ist toll. Die Nudeln haben genau die richtige Konsistenz. Wenn ich sie noch ein bisschen lasse, jetzt wenn sie 5 Minuten stehen, nehmen sie noch das restliche, die restliche Feuchtigkeit eben entsprechend auf. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim Anrichten des Tellers. Bis gleich. Ja, unser Rindergulasch Celentani ist fertig und ja, ein Duft zieht durch den Garten und ja, da passt der weiße Pastateller hervorragend zu. So, ein bisschen obendrauf, Garnierung brauchen wir heute nicht und das ist ein Gedicht und ja, das kann ich euch absolut nur empfehlen. Ja, da drehte sich die Celentani mit Rindergulasch. Ein tolles Gericht. Kein typisches Pasta-Gericht, so wie wir das sonst machen. One-Pot-Pasta, natürlich One-Pot, überhaupt keine Frage. Aber es war halt so ein bisschen Schmorgericht. Man muss doch deutlich mehr Zeit einplanen. Aber es hat sich absolut gelohnt. Es duftet hervorragend. Und ja, ich kann euch das absolut empfehlen, das mal nachzumachen. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei geblieben seid. Abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr keine One-Pot-Pasta-Gerichte mehr. Und dreh dich weiter da. Und gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin bleibt sportlich. Ciao, macht's gut. Was?
macht der alte Fack.